Die Bad Aiblinger stehen unter Schock. Vor dem Rathaus sammeln sich immer wieder Menschen. Sie haben Blumen und Kerzen mitgebracht. Seit dem Nachmittag liegt ein Kondolenzbuch aus. In diesem Café gegenüber vom Rathaus ist der tragische Unfall das Gesprächsthema. Ich persönlich weiß zum Beispiel nicht, wer jetzt da verletzt wurde. Und man macht sich halt die ganze Zeit Gedanken, ob es jemand ist, den man vielleicht auch kennt. Man wusste auch, dass mein Bruder in der Früh immer mit dem Zug nach Bad Aibling fährt und habe dann erstmal meine Mutti angerufen, aber da hat alles gepasst. Der ist nicht eingestiegen. Ich habe halt dann bloß am Nachmittag erfahren, dass ein sehr guter Bekannter schwer verletzt ist. An der Unglücksstelle kommen die Ermittler nur langsam voran. Die zwei bislang ausgewerteten Blackboxen liefern keine eindeutigen Antworten. Und nach der dritten Blackbox wird noch gesucht. Vielleicht kann nach ihrer Auswertung die wichtigste Frage beantwortet werden, nämlich die nach der Ursache. War es technisches oder menschliches Versagen? Dazu weiterhin keine eindeutige Aussage. Wir werden unsere Ermittlungen nicht in der Öffentlichkeit führen, sondern gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und den Untersuchungsbehörden der Eisenbahn. Wir werden dann an die Öffentlichkeit geben, wenn Informationen belastbar sind. Doch immer wieder sickern Informationen durch und die Spekulationen über menschliches Versagen werden genährt. Vom technischen Defekt ist keine Rede. Noch spät in der Nacht waren die Bergungskräfte im Einsatz. Bis ihre Arbeit und die der Ermittler abgeschlossen ist, werden Wochen, wenn nicht Monate, vergehen.